Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de Prios. Ja, das erste Video 2014. Da von mir auf jeden Fall noch ein frohes neues Jahr an euch alle, die jetzt zugucken. Und ja, ich würde jetzt einfach gerne darüber reden, beziehungsweise nebenbei ein bisschen switchen. Ich habe hier Granatoringe, ein paar von euch wissen es ja schon. Ja, da möchte ich halt ein paar gute Bonis drauf bekommen, beziehungsweise jetzt auch mit euch halt ein bisschen reden. Der erste Switcher war schon mal komplett Arsch. Ja, was meine guten Vorsätze sind für das anstehende Jahr. Und ja, also so das Wichtigste, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist produktiver zu sein. Jetzt nicht unbedingt, dass ich immer was machen muss, immer arbeiten muss, bla bla, sondern eher meine Zeit nicht mehr so vergammel mit irgendwelche random Scheiß. Ich weiß nicht, ab und zu hänge ich mal so in Facebook 3-4 Stunden drin und gucke da irgendwelche Bilder oder Videos von so welchen Fanseiten da. Ist zwar ab und zu ganz witzig, aber bringt einen halt nichts. Und da würde ich schon lieber gucken, dass ich da halt so ein bisschen was ja, anderes mache, beziehungsweise da halt ein bisschen produktiver werde. Ja, der Switcher war auch Arsch. Ja. Kann ich weiter Lager tun. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber das war so das größte Manko bei mir, was ich auf jeden Fall für mich festgestellt habe. Ja, wie war es bei euch? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Währenddessen gehe ich auf den nächsten Char. Und ja, also ich habe doch schon sehr gut. Ach, hier steht die. Egal, machen wir halt schnell. Laufen wir kurz Map 1. Ich habe sehr, sehr gut gefeiert. Also es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Wir waren in einer kleinen Runde. Ich glaube, ja, 5 waren wir. 5 oder 6. Ne, 5 waren wir. Ja, und halt so ein bisschen getrunken. Spaß gemacht. Danach um 0 Uhr haben wir halt ein bisschen geböllert und Raketen in die Luft geschossen. War auf jeden Fall sehr witzig und hat Spaß gemacht. Steht der Mädchen, aber den brauchen wir gar nicht versuchen mit dem Char. Hier, ein Fächer plus 9. Naja. Ist jetzt nicht so besonders, was auf dem Char drauf ist. Einzig Gute da drauf sind hier diese magische Kupfererze. Für diese Segis da, dass man die Sachen direkt wieder plus 4 bekommt. Ja, sonst schreibt mir doch auch einfach mal in die Kommentare, was ihr so Silvester gemacht habt. Ich denke mal, was unternommen hat ja wirklich jeder von euch, sei es mit der Familie oder mit Freunden. Das ist ja dann egal. Wichtigste ist, dass man dann überhaupt was gemacht hat. Also, ne? Dann sind wir jetzt bald auf Map 1. Mal wieder das Ladebild. Hätte ich eigentlich mal vorher gucken müssen, wo die Charmi steht, aber ich hatte da, glaube, Geister, ne, Zellkova Holzäste gefarmt. Hab die dann immer für die Charmi hingeworfen. Aber jetzt ist die Safe so voll. Ah, hier sehen wir was Tolles. Hier, das sind nicht meine Shops. Also Queen Fossies plus 4er Steine, das bin definitiv nicht ich. Wenn ihr sowas seht, dann bitte da nicht kaufen, falls ihr da kauft, weil da mein Name dran steht. Also das bin ich nicht, das ist jemand, ja, der da irgendwie meinen Namen ausnutzen will, um da irgendwie bessere Sachen zu verkaufen. Aber ja, ich hoffe, der hört gerade zu.
wenn er das denn so nötig hat. Also ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Aber ist halt schon so ein bisschen arm, ne? Naja. Switchen wir doch weiter. Und zwar wieder nur Arschzeug. Mann, oh Mann. Bleibt nur noch Queenie übrig. Und da habe ich auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Jetzt müssen wir nur wieder auf die Sekunden warten. Jetzt klappt. So. Ach ja, was habe ich mir noch vorgenommen? Ich wollte auf jeden Fall wieder Videos für Fossi Productions machen. Weil das habe ich ja in letzter Zeit so ein bisschen hängen lassen. Aber da werde ich demnächst auch wieder was starten. Ich habe auch schon so ein paar Ideen. Hier seht ihr, ich habe so ein paar Truhen noch gekauft mit Young. Was haben wir hier drauf bekommen? Auch nur Arschzeug. Also, das lohnt sich nicht mal aufzuzählen, was drauf gekommen ist. Also, das ist ja der totale Schrott hier. Aber ich mache jetzt mal die Kisten auf. Ein Seelenstein. Durchbohrender Kampf. Boni hinzufügen. Blaue Perle. Durchbohrender Kampf. Segenskugel. Rote Perle. Quarzsand. Segenskugel. Durchbohrender Kampf. Mana Pot. Rote Perle. Schriftrolle des Drachen. Rote Perle. Und blaue Perle. Joa. Schade, dass keine weiße dabei war. Aber ist vollkommen okay. Ja, dafür, dass ich das mit Jan gekauft habe, ist das eigentlich ganz gut. Verdammt, ich wollte noch was sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Verdammt. Vielleicht fällt es mir ja gleich ein. Dann packe ich das noch hinten dran. Ansonsten beim nächsten Part. Weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber egal. Wir haben hier geswitcht, ein paar Truhen aufgemacht. Ich hoffe, ihr seid glücklich für den ersten Part im neuen Jahr. Und ja, dann bin ich raus. Bis denne. Grüße, Fossi.